Mal gucken, wann der erste runterfällt. Ach, das ist dann halt persönliches Pech. Maximal 5 Minuten. Okay, also... Sammeln wir uns drin freshen, oder? Im Gebäude. Ja, ja. Also ich hätte auf jeden Fall schon mal gerne, dass jeder von euch die Waffe runternimmt. Ich will hier nicht, dass einer von euch mit einer angelegten Waffe auf dem Träger rumläuft. Doppelsteuerung. Weil die es nicht wissen. Freshen, ich suche uns mal einen Raum drin. Ja, machen wir das. Hier spricht das OPZ an alle Einheiten. Alle Gruppenführer haben sofortige Marschbereitschaft herzustellen und sich innerhalb der nächsten 5 Minuten zu melden. Unsere Aufgabe ist, die nördliche Stadt Krasnostav einzunehmen. Ihre einzelnen Teilaufgaben werden sie folgenden erhalten. Ende. Ich bin in einem großen Raum, dem Hauptausrüstungsraum, direkt in der Brücke. Ich gehe von Alpha, habe verstanden. Okay, also Alpha sammeln bei meiner Position hier innerhalb des Flugzeugträgers. Du hast einen Free-Track an, wie ich sehe. Ja, das ist richtig. Also, jetzt erstmal eine Frage vorweg. Ist jeder von euch mit der Ausrüstung, die er am Mann hat, vertraut? Ja, also ich kann jetzt nicht so gut mit dem Rocket Launcher schießen, aber... Mit was für... Ja. Alle hinknien und der gerade geredet hat, aufstehen. Ja, also, was denn? Ein AT4, gut. Ja, ich kann halt nicht so gut mit schießen, aber ich denke, ich werde das Ziel schon treffen. Okay, also grundsätzlich kann jeder mit dem, was er hat, umgehen, ja. Besteht da irgendjemand ein Bedarf? Frage, jetzt mir das Ding ja irgendwas zu beachten, was jetzt sich nicht auf den ersten Schritt ersichtlich ist. Von vorne schießen. Okay. Ja, also grundsätzlich, wenn der Bedarf kommt, kriegst du eine genaue Einweisung dazu. Okay. Freshman zum Thema Waffe, nicht zufrieden sein, guck an, was ich habe. Ja, schon klar. Also, wer Bedarf dazu hat, kann jetzt nochmal an die Munitionskiste. Nehmt euch bitte irgendwas mit, was zweckmäßig ist. Also, jeder hat im Prinzip freie Wahl, aber komm jetzt bitte keiner mit einer MP5 oder sowas. Ist es klar. Ich nehme mich tatsächlich mal an dem, was ich am Anfang hatte. Freshman, ich übernehme das MG36. Das ist eine hervorragende Idee. Wer auch immer den Lasermarker hat, behält den. Der wird nicht abgelegt. Und hier auch liegen noch ein paar. Und darauf achten, dass die Batterie vorhanden ist. Ja, Freshman, guter Tipp am Rande. Tausch dein Fernglas durch einen Rangefinder. Und dann Arbeit. Ich packe mir aber auch noch einen Laser-Designator ein. Alpha für HQ, bitte kommen. HQ, kommen Sie. Alpha, Ihre erste Aufgabe wird es sein, die Radarstation abzuschalten, um die gegnerische Luftabwehr blind zu machen. Dazu werden Sie gemeinsam mit dem Team Bravo die erste Osprey besteigen und an Landezone 1 abgesetzt werden. Kommen. Ja, das ist verstanden, kommen. Bitte noch melden, wenn ihr alle aufgesessen seid und abflugbereit seid, Ende. Ich hab gerade aufgrund übler Ruckelprobleme nochmal flaschen müssen. Ja, das ist verstanden, Meldung voll. Ich finde Freshman gerade nicht. Der Typ bin gerade bei der Munitionskiste. Freshman, ich habe den Laser Designator mal durch eine Satchel getauscht, wegen dem aktuellen Ziel. Ah, okay. So. Das ruckelt aber immer noch übel. Ich glaube, ich, naja. Okay, nächstbeste ist, was wir haben. Hätte ich gerne, dass einer von euch sich ein SPR schnappt, beziehungsweise ein M24. Hat einer von euch mit Präzisionswaffen Erfahrung? Ja. Wenn du ein Bracho dafür möchtest, dann sag es. Ja, okay, gut, meldest dich freiwillig, nimm dir ein Präzisionsgewehr deiner Wahl. Ja, ich muss erstmal gucken, dass das aufhört zu ruckeln, dann mache ich das sofort. Ja. 140.
Ja, hört sich gut an. Was, es gibt Rucksäcke? Es gibt keine Rucksäcke. Okay. Ist von Alpha jeder fertig, ausgerüstet und aufmunitioniert. Ja, okay. Warum ruckelt das denn so? Nee, noch nicht. Ich muss mir jetzt erst noch irgendwie... War mit erstem Osprey der erste Osprey gemeint? Warum ruckelt das so? Das verstehe ich nicht. Das habe ich doch sonst nicht. Soll ich dann das Sniper mitnehmen? Ja, kommst du zurecht? Wird das denn funktionieren? Ja, ich komme zurecht eigentlich mit dem Sniper. Ja, okay, also... Gut, dann Trupp Alpha beim Osprey hinten sammeln. Der mit laufenden Motoren. Der gerade nicht mehr laufende. Ich muss ja immer noch zugeben, ich habe nicht so viel Ahnung von den ganzen Waffen, die es hier gibt, aber... Das mit SPR oder ne? Also. Ja, SPR, macht das Sinn? Ja, nimm dir eins mit. Ja, SPR ist okay. Aber nimm dir 30er, keine 20er Magazine. Oh, Sekunde mal, irgendwie... Trupp Alpha ist vollständig angetreten, bereit für weitere Befehle. Alpha von Foxtrot, bitte kommen. Wenn ich anlege, kriege ich nur grau zu sehen. Ja, weil es dunkel ist. So, Moment. Alpha von, Foxtrot von Alpha, kommen Sie. Roger, Alpha, Ihr Osprey ist die ganz vorne am Bug. Melden Sie, wenn komplett verladen und abflugbereit kommt. Aufsetzen ist im Gange, melden uns, wenn vollständig. Roger, Ende. Okay, alle in Osprey aufsetzen. Andi hängt noch ein bisschen drauf. Ja. Ja, ich muss erstmal gucken, was das hier ist mit diesem Grau. Weil egal wo ich hinziele, ich sehe immer nur den gleichen Grauton. Dann nimm deine M24. Ja. Irgendwas ist hier verbuggt. Oder du kriegst das MG36 und ich nehme das Ding mit. Ja. Moment. Wollen wir das so machen? Warte mal, was war die Alternative gerade für mich? Okay, M24. Okay, also ich habe gerade gesehen, dabei. Hier, Loading Max, du hast eine Präzisionswaffe, habe ich gerade gesehen, du hast eine M24 dabei, ist das korrekt? Ja. Ja, okay, gut. Wäre schön, wenn du mir das gemeldet hättest. Hat er ja gefragt, ob ich einen mitnehmen soll? Ja. Charlie von Foxtrot, bitte kommen. Also. Andi kann sich jetzt irgendwas schnappen und herkommen. Ja, genau. Andi, nimm dir irgendwas mit, womit du umgehen kannst und das in den Osprey ansteigen, also den ersten, den direkt beim Bug. Oh, Navy fliegt uns. Okay. Nebengeräusche. Beef kommt gerade. Okay, ist noch irgendjemand nicht im Osprey? Charlie von Foxtrot, ich bin auf dem Weg, ich ruckel mal auf den Osprey zu. Gott, ey, ist das behindert. Roger, Bravo, danke für die Meldung. Ende. Andi, das ist die Treppe. Boah! So, rechte Seite. Ja, das ruckelt und ruckelt und ruckelt und nichts anderes, ey. Ja? Oh. Nein. Ich glaube, ich hab's jetzt geschafft. Das pisst mich schon wieder so an. Komm ich denn jetzt hier rein? Rechte Seitentür. Rechts. Ja, auf der rechten Seite kriege ich keinen Eingang. Vielleicht voll. Wie viele passen denn da rein? Na, keine Ahnung. Ja, wie sollen sie kommen? Sieht schon kuschelig aus. HQ von Alpha, unser letzter Mann kann nicht einsteigen, ansonsten ist der Trupp vollständig aufgesessen. Kommen. Ja, Alpha, in welchem Osprey befinden Sie sich? Wie heißt Ihr Pilot? Komm. Ah, wie heißt unser Pilot? Taekwondo, Taiwendo. Unser Pilot ist Taiwendo. Und Sie befinden sich im zweiten Osprey, nicht im ersten. Das ist der falsche. Bitte absteigen und in den anderen einsteigen, in dem Navy sitzt. Das haben Sie ja das ist verstanden. Gesagt. Okay, absitzen, in den mittleren Osprey aufsetzen. Und hat er noch gesagt, der ganz am Ende? Ja, hat er.
ruckel, ruckel, ruckel. Und dann dreht er eine Grafik runter. Okay, dann kann ich meine Auflösung mal auf 50% drehen oder so. Das ist eine schlechte Idee. Ja, ich habe die Details komplett runter. Texturdetail low. Video Memory low. Filterung 0. Anti-Aliasing. Jetzt setz dich erstmal rein. Bin drin. Ah ja, Moment, okay, wunderbar. Ich bin noch gerade. Jetzt wieder raus? Warum okay, bin ich also schon wieder raus? Einer steht jetzt eingestiegen, verdammt nochmal! Warum bin ich schon wieder raus? Jetzt bin ich drin. Das ist Tür von Alpha, Trupp Alpha ist vollständig aufgesessen. Kommen. Ja, Alpha, das wurde verstanden. Kurze Frage, wieso hat man keine Map oder bekommt man noch eine Map oder? Ich habe eine Karte, alles gut. Mann, warum kann man den HDR-Qualität nicht ausmachen? Kein HDR. Weil es dann zu dunkel wäre. Aha. Ja, jetzt ist alles tatsächlich auf dem niedrigsten, was überhaupt geht. Ich habe immer noch 4 Bilder pro Sekunde. Dann hast du wahrscheinlich irgendwas Komisches im Hintergrund laufen oder sowas. Teamspeak. Onus. Okay, jetzt will hier gerade noch ein anderer Trupp zu uns rein. Das ist nicht immer so. Alpha von Foxtrot, bitte kommen. Konnte das gerade einer verstehen? Ich habe keinen verstanden. Alpha von Foxtrot, bitte kommen. Foxtrot, ja. Hier Alpha, kommen Sie. Ich gehe davon aus, Sie seid bereits komplett aufgesetzt. Kommen. Ja, das ist korrekt, komm. Roger, dann geht's jetzt los. Ende. Habeck ist noch draußen. Das, was er jetzt gerade macht, ist die Aktion, wo die Ospreys normalerweise abstürzen. Ja, das ist richtig. Ist der nicht gesch- Wieso stürzen die da meist ab? Das ist ein aerodynamisches Problem bei den Dingern. Und zwar, damit du das Ding nach hinten schwenken kannst, musst du einen relativ steilen Winkel, also du musst die Nase ziemlich stark nach oben setzen. Da die Rotoren eigentlich auch in der Grundstellung, also wenn sie praktisch horizontal stehen, leicht nach vorne geneigt sind, musst du die Nase wirklich ziemlich weit nach oben ziehen. Wenn du dann Fahrt nach hinten aufnimmst, funktioniert das Höhenruder quasi falsch rum, aufgrund des Winkels. Ah, ja. Das heißt, das Ding drückt sich nach unten und das Ding macht einen Salto nach hinten. Ja, macht Sinn. Ja. Dein Arm äußert sich damit, dass einfach das Ding aus dem Himmel fällt, wenn du langsam als 40 km/h hast. Ja, das ist ein Vertrauensbild. Vorhin beim Üben ist es mir fast passiert. Und das ist jetzt genau das, wo das Ding eigentlich normalerweise jetzt nach vorne runter kippen könnte, wenn man Pech hat. Nein, wir landen hier. Bitte. Freshman, ich glaube, wir können absitzen. Ja. Ja, na, absetzen. Hä? Was zur Hölle? Warum schießt er? Wir sind unter Beschuss. Nee.
meine verschießt einfach mal. Keine Ahnung warum. Irgendwas dann runter mit dem auf dem Boden. Nicht irgendwelche Leute angucken. Nee, ist schon vorbei. Okay, das hat gut. Irgendwie Probleme. Ja, ich weiß es auch nicht. Okay. Einer sitzt noch im Osprey. Alle mal raus. Wer auch immer noch im Osprey ist, absitzen. Denkt jemand gerade. Ah. Ja. Was ist das denn? Hast du dich verletzt? Nö. Okay. Okay, also. Unser Ziel befindet sich südwestlich von unserer Position. Wir werden dazu nach Südwest-West erstmal vorrücken und werden direkt aus Norden sozusagen auf dieses feindliche Radar zurücken. Da haben wir noch den besten Schutz aus dem Wald. Werden in zwei Gruppen angreifen. Soll heißen. Okay, ihr habt alle so keine Karte. Ja, okay. Gut, dann. Habt ihr das mit der Artillerie gelesen? Ja, genau. Hab in der Welt. Also ich renne hier jetzt mal weg. Ja. Wollte noch ein bisschen nützlich sein. Na gut, aber wie sollten die uns hier gesehen haben? Okay, also wir organisieren das Ganze vor Ort. Also, was tut ihr eigentlich gerade alle? Ich habe eine Artillerie aufgeschossen und Die Mission hat gerade die freundlichen Hinweis gegeben, dass alle Leute sich wegbewegen sollen. Solange ich das nicht sage, bleibt wieder wo ist. Also, gut, ich bleib, wo prinzipiell ich bin. Bewegt ihr euch ja schon mal grundsätzlich in die richtige Richtung, das ist schon mal hübsch. Also. Gut, ich übernehme die Führung, dann will ich eine schöne V-Formation hinter mir sehen. Wieder übertreibt. Für seinen Artenskript. Ah, Freshman, gut, dass wir da weg sind. Hast du das mitbekommen? Ich habe überhaupt nichts mitbekommen, nein. Ah, jetzt, ja, doch. Unsere Landezone wird gerade auseinandergenommen. Okay, also ich habe mir gerade mal ein Knicklicht angehängt, das heißt, jeder sollte mich jetzt... Nein, ist nicht MP-kompatibel. Na, wunderbar. Na, dann können wir das lassen. Ja. Okay, wir werden uns gleich in zwei Teams aufspalten. Alpha, hier Charlie, kommen. Was ist denn Charlie? Charlie? Oh. Charlie, hier Alpha, kommen Sie? Hier Charlie, haben den Auftrag, mit Ihnen zusammen die Radarstation auszuschalten, kommen. Ja, das ist verstanden. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie von Olscha aus angreifen. Also bewegen Sie sich geradewegs nach Süden und setzen den Weg weiter nach Westen vor. Wir koordinieren den Angriff dann auf mein Signal. Kommen. Hier Charlie, soweit verstanden. Melde mich dann, sobald wir Olscha erreicht haben. Kommen.
Ja, das ist verstanden, Ende. Ich habe mir gerade mal meine Armor-Karte auf den Schreibtisch gelegt. Schummelt. Mit dem korrekten Bildausschnitt. Und sehr schön so auffallen, dass man nur Krasnostaff und dann... Okay, also. Wir haben jetzt hier am Süden haben wir schon Sichtkontakt mit der Radarstation. Ich möchte, dass Neo einen Trupp übernimmt, und zwar von, also Einheit 3 bis 7 gehen mit Neo. Neo, stell dich mal in eine exponierte Position und mach dich bemerkbar. Ja, mal eben. Kenn ich jetzt nicht so ganz, also woher weiß ich, wo ich bin? Also 3 das wirst du gleich feststellen. Ah, ich bin 4, okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, R, Team Blue. Okay, 8, 9, 10, 11 und 12 bleiben bei mir. Weiß jemand nicht, welche Nummer er ist? Das ja. Sehen jetzt aber alle Leute, jo. Wenn das, was ja. Freshman gesagt hat, das muss, ist denn farbig unterlegt, wenn ihr gemeint seid. Außer bei mir, man muss farblich unterlegt. Bei mir ist es das ganz normale. Okay, also weiß jetzt jeder, welchem Team er angehört? Nein, okay, also. Dann drückt alle mal eben die Tilde-Taste. Also mit diesen komischen Hasenfüßchen, die man gerne macht. Okay, Sekunde, wir machen das noch. Das, was links neben der 1 ist, und dann 5, 2. Einfach 5, 5 drücken. Ja, oder so. Ihr könnt das auch auf der Karte nachgucken. Wenn ihr M drückt und dann auf den Reiter Units geht, könnt ihr da euren Namen auswählen, dann steht rechts Alpha 1 bis 11. Okay, danke. Okay, also jetzt müsste jeder von Team Blue einen Wegpunkt haben. Moment, jetzt das muss ich auch... Okay, also Team Weiß folgt mir, ja? Wunderbar. Roger. Team Blue ist Neo. Ja. Okay, ich habe 5 Männer. Mir 6. Das Problem ist, dass der eine in einer Mission festhängt. Ah. Okay, geht wieder. Ich habe Kandos, Max, Kido, Dr. Doss und Andy. Ja. Korrekt. Da fehlt aber noch einer, weil 2 bis 7 sind meiner Rechnung nach 6 Leute. Korrekt. Die mit dir kommen. Also bist du selbst einer von. Okay. Ja, schon gut. Ja, jetzt du erstmal andere da. Wo lang soll ich vorrücken? Hast du was gesagt? Du sollst direkt nach Süden. Okay, alle mal mir folgen. Okay. Position am Waldrand einnehmen und auf mein Signal warten. Habt ihr Sichtkontakt? Zum Charlie von Alpha kommt positiv. Hier Charlie kommt. Ich glaube, wir gehen ein bisschen weiter links. Frage, befinden Sie sich in einer Position, von der aus Sie angreifen können? Komm. Ich habe hier Kontakt, sind es freundlich verhalten. Links wir von uns ist Bewegung. Testen das Ganze noch, wir haben noch keinen Blick auf die Radarstation, befinden uns noch auf der Rückseite des Berges, komm. Ja, das ist verstanden, die Distanz bis zur Radarstation ist sehr gering. Also, unser Plan ist, dass wir jetzt einfach nur einen Sturmangriff übernehmen, das heißt, wir stürmen das ganze Ding einfach von drei Seiten und ja, wir sind euch direkt gegenübergestellt, also passt auf wen ihr schießt. Wir haben Sichtkontakt zu Ihnen. Ja, also. Ja, was gibt's da noch großartig zu sagen? Angriff, auf ins Gefecht. Kontakt auf Süd-Südost. Hey, Charlie, hier von uns. Okay, freundlicher rein, ist Charlie, das ist Charlie. Okay. Also rein da. Feuer nach eigenem Ermessen. Bitte schaut, ob ihr nicht befreundet Einheiten. Ja. Versucht nicht allzu sehr in offenes Feld zu rennen. Und schaut, dass ihr euch nicht gegenseitig frei rennt.
Alle Mann langsam hier nach. Ich sehe keine Sau. Und Handgranaten am besten durchsagen. Keine Sprengmittel, keine Sprengmittel. Bin gleich in der Radarstation. Kannst du das mal Charlie sagen? Foxtrot an der Crew, wir haben hier halt Feuerteufel auf der Basis. Unsere Ospe wurde gerade von diesem Typen abgeschossen. Komm. Freshman, sagt Charlie mal zusammen mit Handgranaten aufhören. Das ist nämlich sehr nah. Alpha, hier Charlie, komm. Hier, Alpha, keine Sprengmittel, wiederhole, keine Sprengmittel einsetzen, kommen. Ja, wollte ich auch gerade Ihnen sagen. Also wir haben keine Sprengmittel eingesetzt, kommen. Ja, das ist verstanden. Die Basis scheint einigermaßen sauber zu sein. Wir rücken jetzt ins Innere vor, kommen. Ich bin in der Lage, das Radar zu deaktivieren. Ja. Ja, tu das. Hier, Charlie, verstanden, Ende. Alpha. Irgendjemand verwundet? Charlie von Alpha, ich erstatte Meldung ans HQ. Boah, diese. Nee, Charlie, nervige Musik. HQ von Alpha, ich melde, haben Radar ausgeschaltet, kommen. Wann hört das auf? Was? Machst du Notionen aus? Ja, Alpha, verstanden. Rücken Sie weiter Richtung Westen vor und versuchen Sie die Landebahn aufzuklären. Eventueller Feindkontakt wird bekämpft. Kommen. Ja, das ist verstanden. Kommen. Alpha, spannen Sie bitte Charlie in Auftrag mit ein und melden Sie bitte an Charlie dieselben Instruktionen, dass Sie das gemeinsam erledigen. Kommen. Ist verstanden. Kommen. Ja, verstanden. Ende. Charlie von Alpha kommen. Charlie hat. Wir haben soeben von HQ den Auftrag bekommen, den Airstrip aufzuklären und gegebenenfalls bei Feindkontakt gegen den Feind zu wirken. Dazu bewegen Sie sich Richtung Süden 200 Meter und bewegen Sie sich dann in westlicher Richtung geradewegs auf den Airstrip zu. Nehmen Sie Station bei dem Wachhäuschen südlich vom Ostende des Rollfeldes, kommen. Hier Charlie, verstanden, Ende. Okay, Alpha, wir bewegen uns geradewegs nach Westen und versuchen dann von der Straße aus. Beschuss. Feuer erwidern. Hier spricht das OPZ an alle Einheiten. Ein Lagebericht für alle. Alpha und Charlie ist es gemeinsam gelungen, das Luftabwehrradar zu deaktivieren und uns damit den Luftsupport zu gewährleisten. Alpha und Charlie wird gemeinsam mit Echo versuchen, die Fahrzeugdepots bzw. die Landebahn Krasnostav von Feinden zu säubern. Delta und Bravo befinden sich südlich von Krasnostav und nehmen die Anhöhen taktisch wichtige Positionen. Razor befindet sich immer noch auf der Suche nach den Artilleriestellungen. Weitere Kontakte? Weit, genau westlich. Neo, nicht so weit vorrücken. Ich habe gerade ganz gut Deckung. Ein bisschen was vom Morgun. Jo, danke. War weitere Kontakte noch neutralisiert? Flicke dich noch ganz zusammen. Warte. Ich? Echo. Was denn, ist denn Echo? Okay, Kilo, bist wieder fit. Jo. Echo, kommen Sie. Patrouille scheint neutralisiert zu sein. Okay. Ja, das ist verstanden, Ende. Ich gehe mich zu einer kurzen Pinkelpause.
Okay, ja, sind alle wieder fit soweit? Jo. Ja, gut, dann setzen wir den Weg weiter fort. Du hattest gehört, dass Neo kurz pinkeln ist? Ja, der kommt schon klar. Also jetzt kein Aufschlitten mehr, jetzt laufen wir wieder alle zusammen. Ja, wir laufen jetzt wieder zusammen, also... Fein, fein. Okay, da blinkt schon der Tower. Ja. Okay, Charlie wird dort unten bei dem kleinen Wachhäuschen Stellung beziehen. Wir werden quasi von frontal die Hangars einsehen und werden schauen, ob sich dort irgendwas Interessantes befindet. Kontakt genau auf dem Airfield, jetzt direkt unter dieser Radarstation, eine gegnerische Patrouille. Ja, das ist verstanden. War ja wieder aufgeschlossen. Okay, also Team fungiert jetzt wieder als Ganzes. Keine Aufspaltung mehr vorerst. Das ist ein Weg fort. Okay, wen haben wir denn da so? Okay, Max und wen haben wir dann noch? Okay, Max und ODR. Ihr zwei beide tut euch zusammen als Sniper-Spotter-Team und bewegt euch auf eigene Faust auf direktem Wege auf den Tower zu und bekämpft Feinde in Sichtkontakt auf eigene Faust. Wichtige Information, mit H kann man die Sichtweite erhöhen. Nein, return to formation. 2 Kilometer sieht man noch schon viel mehr. Dann die kann's runterdrehen. 700 Meter. Jeff, wie ist das? Ich hab ja auch eine Präzisionswaffe. Wie sieht's mit deiner Performance aus? Ein besser. Besser auch. Da startet gut, beide dann ein. Oder versucht's wenigstens. Ja, ist nur einer. Ja, gib das mal ans HQ durch. Ja. Aus dem 3 Panzer. Sieht nach den 90ern aus, am Ende HQ der Landebahn. HQ von Alpha kommen. Hört sie? Wir haben hier Audiokontakt zu einem Hind, der wohl gerade im Begriff ist zu starten und mindestens Alpha, 3 Panzer kommen. Der Hind ist gestartet und fliegt Richtung West-West-Nord. Ja, das ist verstanden. Ich könnte Ihnen Harrier-Support schicken, falls benötigt kommen. Würden die Panzer weglasern? Negativ. Wir können... korrigiere, wir könnten den Harrier Support gebrauchen, um die Panzer hier zu entfernen. Der Hind hat sich übrigens in Richtung Nordwest auf den Weg gemacht, kommen. Ja, verstanden, ich schicke Ihnen Harrier Support, Ende. 5-Mann-Patrouille am Tower-Gebäude. Okay, also, okay, Mad Monkey und Max, ihr zwei beiden hinlegen und Feinde nach eigenem Ermessen bekämpfen. Ausführung. Entfernung etwa? Alpha hier, Charlie, kommen. Alpha hört, kommen Sie. Hier, Charlie, befinden uns jetzt im östlichen Teil, haben mit Aufklärung angefangen. Alpha, hier spricht Taku zu Ihrer Information. Wir jetzt sind zwei Harriers gestartet, sind in der Luft und unterwegs zu Ihrem Zielpunkt. Bitte Ziele markieren, Ende. Hier, Alpha, ist verstanden. Ziele werden markiert. Kommen. Entschuldige bitte, aber wo sind die? Ja, verstanden. Ne? 300 Meter. Direkt unter uns auf der Landbahn, vor dem Tower. Bewegen Sie in unsere Richtung.
Die Infanterie was ist los? Auf 235 Grad. Moin Jungs, Status. Was zockt ihr? Ja, ich weiß nicht, ob ich schießen soll, weil... Ja, sollst du. Digga, was geht bei euch? Sind die Laserdesignator bereit? Hey, Leguan, bist du auch hier? Hey, moin Jungs, was zockt ihr? Okay, ich glaube, wir müssen den Server mal ein bisschen locken und so. Sind hey, die Laserdesignator bereit? Also, wir ja. spielen Armor. Okay, dann markier mir die Panzer. Und alles, was zerstörungswürdig ist. Dankeschön. Hey, moin Jungs. Zockt ihr? 3, Armor. 2, 1. Ey, was soll das, Digga? Macht ihr uns an oder was? Ey, Junge, ne? Ich bin noch einmal vom Server, ich fick dich. Alpha von Foxtrot, bitte kommen. Hey, Junge, was geht ab? Mike, was machst du hier an? Ja, Alpha, kommen Sie. Hier Foxtrot, ich habe eine Meldung, Sie haben 3 gepanzerte Ziele, wo Sie Unterstützung brauchen. Ja, das ist korrekt, die Ziele werden bereits markiert, kommen. Roger, Harrier sind unterwegs. Halten Sie die Markierung aufrecht, melden Sie bei Treffer okay. oder kein hey, Treffer Digga, halt bei Einschlag. Komm. Digga, halt ja, das ist verstanden, wird gemacht. Ende. Okay, Scruffy, Ziele sind markiert, ja? Voll. Ich hab keinen Laser-Designator, das war eine Frage. Wer hat denn einen Laser-Designator? Wer, einen Namen bitte? Max. Ja, okay, gut. Du hast den Laser, sehr gut. Gut, dann halt den auch. Ja, die Panzer. Ich dachte, das wäre längst passiert. Wir stehen am besten Ende der Landebahn. Einen der Panzer. Jetzt markier, Ausführung. Und im Stehen, sonst lässt du das Gras an. Einer von uns hat gerade das. Ja. Den Vollsius ist weg. Alpha. Negativ, nicht auf das Teil, auf die Panzer. Auf die, T-80er die Panzer stehen weiter die Landebahn runter. Du kannst mit H deine Sichtweite erhöhen, falls du den noch nicht siehst. Ich hab die Panzer markiert. Den Alpha, hier Foxtrot. Das ist nur das Radfahrzeug. Die Panzer. Rechts daneben. Gruppenführer der Hain kommt wieder jetzt aus Richtung Südwest-West direkt über uns. Ah, oder ein bisschen weiter weg. Also ich okay, hab die wer ist der Mensch mit dem Stinger? Genau der ist gemeldet. Pandas, ja. Okay, dann legt das Ding mal auf die Schulter. Jetzt ist gerade schlecht. Das, ja, der dreht ab, okay. Wenn du willst, halt, dich halt ich Foxtrot, willkommen. Halt dich bereit. Ah, er geht doch runter. Hat noch gereicht. Ja, Alpha, komm Sie. Unsere Piloten melden negative Zielerfassung. Bitte überprüfen Sie Ihren Lasermarker und die Zielbeleuchtung. Komm. Nimm wieder zurück. Ja, das ist dann wieder mehr technische Probleme. Du musst noch weiter nach rechts. Knapp 260 Grad also, ist das. Okay. Verstanden, technische Probleme. Frage, haben Sie IR-Infrarotgranaten, die Sie werfen könnten? Komm. Negativ nicht. Negativ haben wir nicht. Wir arbeiten das mit dem Laser-Designator angemacht? Kann das sein, dass der rote Punkt sonst von Charlie-Team ist? Nee, ich weiß also nicht. Ich markiere den 800 Meter entfernten T90 hinten okay. an der Landebahn. Okay, ich sehe nur den Punkt auf dem Wortneck. Siehst du den roten Punkt? Von dir selbst? Hast du auch eine Batterie dabei? Eine Batterie dabei, ja. Dann, warte mal, ich stell mich mal vor dich, behalte die Richtung bei. Hast du den mit R auch nachgeladen? Warte eigentlich. So, ich stehe vor dir. Siehst du den roten Punkt auf mir? Nein. Nein, das ist kein roter Punkt. Dann schieß mal. Dann drück mal die Feuertaste. Ah, jetzt halt. Jetzt ja, an, jetzt, okay. Jetzt. Okay, dann. Ja, okay, ja jetzt wunderbar. Sind wir auf dem Panzer. Ja. Sehr gut. Und die roten Punkte eigentlich. Fox hat von Alpha kommen. Erster Treffer. Wurden ausgeschaltet. Noch ein weiteres Ziel. Ja, die kommen schon gleich wieder. Zielmarkierung aufrechterhalten.
HQ von Alpha, komm mal. Hört sie. Wir haben die technischen Probleme korrigiert. Ziele werden bereits erfolgreich bekämpft, komm mal. Ja, verstanden, das ist sehr schön. Ende. Frag mich ja, was das für Menschen sein müssen. Ey Jungs, komm, wir gehen mal ein paar Leute auf den Teamspeak trollen. Jetzt ist Ruhe, Andi. Nicht drüber aufregen. Alpha, Vitali, komm. Wurde ja sofort gekickt. Ja, Alpha, kommt irgendwie hier. Weitere Infanterie oder so? Hier, Charlie, Wotnik wurde bekämpft. Wir rücken dann jetzt weiter auf das Airport-Gelände, komm. Negativ, warten Sie, es sind noch drei T90 am Ende des Rollfeldes, die werden gerade noch bekämpft. Korrektur 2. Warten Sie, bis diese außer Gefecht sind. 1. Okay, Tali, verstanden. Geben Sie mir dann bitte Bescheid. Kommen. Ja, Bescheid wird gegeben. Das ist übrigens nur noch einer. Das mit dem Lasern läuft super. Ja. Da stehen Piloten im Hangar hinter den Mi-8. Irgendwann werden sie rauslaufen. Freshman, bitte um Erlaubnis, sobald wir unten den Flughafen gesichert haben, möchte ich diese Mi-8 testen, ob sie abgeschlossen sind. Okay, ich höre jetzt auf. Ja, das kannst du gerne tun. Okay, sind die Panzer sind ausgeschaltet, kannst du durchgeben. Okay. Charlie von Alpha, kommen. Charlie hört. Die Panzer sind ausgeschaltet, Rollfeld ist soweit von schwerem Gerät gesichert, kommen. Gibt es dann die Luft? Ja, hier, Dani, dann rücken wir weiter durch. Vor und beginnen mit der Sicherung der Gebäude, kommen. Ja, das bestätigt. Viel Spaß dabei. Ende. Piloten sind tot. Gibt es noch an die Luftunterstützung? HQ von Alf, kommen. Ja. Hört sie. Ich melde, der Airstrip wurde von schwerem Gerät befreit. Wir werden jetzt infanteristisch vorrücken und die Feinarbeit erledigen, kommen. Ja, Alpha, verstanden. Gehen Sie weiter vor, Ende. Okay, Loading Max, ja. Dann pack mal dein M24 aus und tu was gegen die Crew, die du da im Hangar siehst. Glaube ich schon halb weg. Die, ja, okay, gut. Lebt da unten noch überhaupt irgendwas? Hinten bei den Panzern ist noch Crew unterwegs. Sonst okay, das wäre ein schwieriger Schuss. Das sind also, da hinten bei den Panzern, das sind 800 Meter übrigens. Versuch Neo, mal was Glück. Muss ich nochmal drücken, um die Sichtweite zu verstellen? Ah. Hotel. Wo ist eigentlich das große Squad hin? Ah, da kommt. Nee, das ist. Hier OPZ an alle Einheiten. Die ersten gepanzerten Ziele wurden erfolgreich durch unsere Luftunterstützung bekämpft. Alpha war daran maßgeblich beteiligt, sowie die Piloten aus dem Foxtrot-Team. Foxtrot fliegt momentan Aufklärungsflüge über die Stadt Krasnostok und markiert diese per Markierung auf der Karte für alle Gruppen sichtbar. Ende. Nein. Wir haben keine Karten. Alles wird gut. Lass mal ein bisschen Druck machen, Freshman. Charlie ist schon am Tower. Ja. Okay, also alle Maßnahmen einstellen. Wir bewegen uns nach unten. Und schauen mal, was es da so Lustiges zu holen gibt. Das riecht ja nach Leberwurst. Njam. Okay, wir müssen da hinten die Zelte und ich würde sagen die beiden Tankstellen auf jeden Fall sichern. Ja. Ten, return to formation.
Bewegung im Power. Das müsste Charlie sein, oder? Naja, das ja, ist ja. Charlie. Dann Charlie von Anfang, guck mal. Wischen wir mal einen Knick nach rechts, wir gehen direkt über die Landebahn, würde ich sagen. Wir sind ja schon bei den Towers. Ja, ja. Ja, passt auf die Hangars auf. Aber die werden ja, auch gesäubert, sehr gut. Der eine ist gesäubert, der andere noch nicht, da müssen wir nochmal einen Blick riskieren. Ich bewege mich zum Wort nicht. Charlie von Alpha, komm. Charlie hört. Haben Sie vom Tower aus Sicht nach Krasnostorf und können dort Ziele markieren? Kommen. Soll ich ansonsten irgendwo aufklettern? Seven, regroup. Geschlossen? Ach, ja, verdammt. Sind abgeschlossen, da halt mit Sicherheit drauf. Aber ob das Dingerpot abgeschlossen ist, da bin ich mir nicht so sicher. Play, 11 o'clock, one click. Na, daheim ist geschlossen. Du schade. Flash grad nochmal. Gucken, ob's was bringt. Der hatte meine Bison. Ja. Aber das Nachtsichtgerät ist mir. Hat auch ein RPG 18. Neutralisiert hier drin. Ich glaube, ich bin. Alpha hier, Charlie, komm. Was? Alpha, kommen Sie. Nahezu unspielbar. Hey, Charlie, können vom Tower nicht aufklären, kommen. Ja, das verstanden. Dann rücken wir weiter Richtung Krasnostorf vor und versuchen uns irgendeine Position zu verschaffen, von der man auch einsehen kann. Kommen. Ja, soweit verstanden. Ich würde vorschlagen, dass Gruppe Charlie sich Richtung Fahrzeugdepot bewegt, kommen. Ja, das ist verstanden. Wir machen dann einen leichten Schwenker rechts herum. Ende. Über den Berg kann man prima angreifen. Ja, machen wir auch. Bewegen uns jetzt nach Westen und werden dann direkt nach Süden hin angreifen. Abstofflager sind gesichert. Okay, also hübsche Information bleiben. Ein bisschen bergsteigen. Ja. Dann krackeln wir mal den Hügel hoch. Bei uns in der Gruppe eigentlich Leute, die eigentlich nur Days spielen und heute mal Lama? Ja. Und was anderes, ne? Ja. Könnten jetzt ja den Situation schamlos ausnutzen, um Schleichwerbung zu machen. Aber sowas tun wir ja bekanntlich nicht. 12 o'clock. Enemy man, medium range. Ui. Den Berg hoch war noch eine befestigte Stellung, da ist aber vorhin schon mal was explodiert. Die wurde also schon von irgendjemandem beschossen. Das Squad wird gesponsert von Armored Tactics. Ah, mit Minus Tactics. Entschuldigung. Ten, regroup. One, zero, seven, zero, one, eight, lane. Ich habe immer Angst, wenn Harriers auf mich zufliegt. Ja, das ist ein ungutes Gefühl. Ich traue diesen Briten nicht. Ich meine, die Tragflächen sind angeklebt, muss man mehr sagen. Mein voller Ernst. Eine Flugbombe. Teufel ist das. Sauber. Geh da nicht rein, du kommst nicht mehr raus. Ja. Moment mal, 100 Meter, gefällt mir gerade gar nicht. Hat jemand sich Kontakt? Oh, ein Uhr, das müsste ja dann Richtung Südwest sein. Richtung Krasnostorf, ja. In der Scheune? Ein Kuhhanger, oder? Ja, irgendwo da.
Theoretisch sogar noch näher. Jetzt eh so meine Vorzugsrichtung gewesen. Okay, also äußerste Wachsamkeit. Berg scheint sauber zu sein. Wo ist eigentlich der Eindruck? Moment mal, steht denn da vorne an dem Waldrand? Ist es ein Feind? Nee. Wo? Hey, hier ist Charlie. Da wo ich... Ja, drück K und dann die Zahl ab, wo du hinguckst. Okay. Von mir aus 200... Nein, 100... 150, Entschuldigung. 55, 155. Der gehört wahrscheinlich zu uns. Der da alleine rumliegt. Zweifel ja. An dem kleinen Geröllzeug da. Zweifel okay. Ist ein Freund. Alles klar. Ich glaub, sonst hätte er auch schon was gemacht. Ah, okay, hier hat man schon eine ganz gute... Kontakt, feindliche Patrouille, genau Richtung Süd-Südwest. Haben sich jetzt gerade hingelegt an dem kleinen Schuppen. Okay, Distanz? 200, 300. Das ist noch wieder. Zwei sind jetzt links von der Kirche in dieses kleine Waldstück gerannt. Ja. Okay, Feuer öffnen. Ortseingang ist ordentlich was los. Unsere Straße da reinführt. Ha, ich hab meinen ersten Kill. Der Hammer. Quasi alle. Gott, ey. Drei Bilder pro Sekunde und ich hab tatsächlich einen Kill gelandet. Und Schuss. Ah. Die sind wohl doch nicht so weit weg. Jawoll. Under fire. Jetzt schießen sie zurück. Feuer kommt von weiter links, dicke Tracer. Kontakt genau Richtung Süden, auf diesem kleinen Hof, direkt links von dem gelben Gebäude. Von dort kommt auch der Beschuss. Ja, ist bestätigt. Das scheint mir doch stationär zu sein. Der Baum da unten. Komm. Können wir nicht... ODR liegen bleiben? Können wir nicht in dieses... Schweinestall da irgendwie... Den Kuhhanger. Ja, machen wir. Ah, verdammt! Verletzt. Bist wieder fit. Okay. Mich jetzt auch. Okay, wir verlegen. Geht noch. Wir verlegen vorne zu dem Kuhhanger. Okay, ist wieder gut. Kontakt am Kuhhanger. Ein Kontakt neutralisiert. Ich hab leider keine Muni mehr. Wie hast du mich schon? Arbeitet aber. Hast keine Munition mehr? Was okay. Ist denn angestellt? Wegen dem M136 Rocket. Also. Ist wieder fit. Dankeschön. Hier vorne gibt's eine neue Waffe bei dem klugenden Russen. Ja, irgendwo haben wir den Kuhhanger noch einen gesehen. Kontakt! Gerade nochmal gucken. Dann Kuhhanger neutralisiert. Und doch noch jede Menge. Ah, ich hasse diesen Bastard. Die hat er genau so platziert. Oder kill ich hier gerade Freund nach Freund? Ich hoffe nicht. Scruffy, Hilfe! Okay, ich bin weg. Okay, noch jemand angeschossen? Bin in der Scheune an der Doppeltür. Die kam. Jetzt kann ich leider nicht mehr die Scheune Scheune ist aber. Doch, das kommt. Von 240, ja, 242 würde ich sagen. Nee, Quatsch, 202, die Zahlen, die sind so klein. MG ist oben am Waldrand. Nein. Genau, da ist sie. Andi ist down. Kann mir jemand Deckung geben, mit zurückkommen? Ich komme. Ich glaube, das ist eine Kirche da vorne, also von meiner Position aus 202. Alpha für Akku, bitte kommen. Da rennen noch einige rum. Aber die seht ihr von euch aus nicht, weil ihr zu tief seid. Von der Straße aus sieht man sie. Ja, Alpha, kommen Sie.
Alpha, wo bist du? Alpha, neue Aufgabe. Auf dem Weg zurück oben neue auf der Straße. Lautet, das Anhöhe 353 nordwestlich von ihrer jetzigen Position aufzuklären und eventuellen Feindkontakt zu beseitigen. Kommen? Ja, ist verstanden. Wir brauchen Granate markiert. Das Stand auf der Straße. Guckt, denn ich brauche einen Scharfschützen. Scharfschütze hinten am Kuhhanger. Gehen wir. Wow, mich hat's. In dem vorderen Andi, zurück. Holzgebäude direkt hinter dir, links. Sani? Der ist gerade beschäftigt mit einer anderen Leiche. Oh ja, okay. Eine kriechende Leiche. Ich hab noch 63 Sekunden, ich sag Bescheid. Aber das kann doch auch jeder andere machen, oder? Kann ich nicht. Okay. Ich kann dich nicht ziehen. Von hier. Jetzt? Kann ich von hier aiden. Jetzt klappt's. Ah, ich musste nur anhalten. Ich hab ihn. Freshman, nee, erbitte rückwärts. Ich will die zwei gleich auszuleihen. Ich hab ihn in Deckung. Wiederholen. Konnte nicht aufnehmen. Wen? Okay, Alpha, wir haben einen neuen Auftrag und zwar sollen wir die Anhöhe westlich von uns aufklären. Ja. Bitte Erlaubnis, mir Scruffy und Andy ausleihen zu dürfen. Ja, macht das. Ich muss erst noch zurück. Wenn ihr gleich den Berg hochgeht, dann legt euch das Maschinengewehr und wir stehen gerade so, dass wir es hintergehen können. Ja, das kann Andy machen. Ich gehe zum Kuhhanger zurück. Ich muss heilen. Okay. Aber. Ich schenke noch jemand Andy noch liegen bleiben. Oh, Entschuldigung. Dann lege ich mich nochmal hin. Okay, bist fit. Andy, hast du eine Handfeuerwaffe? Erste Hilfe. Nee, hab ich nicht. Oder? Okay, folgt mir noch fällig. Bin unterwegs. Wo ist denn der Sunny? Bin unterwegs in die große Scheune. Okay. Ihr könnt euch bis zu dem Heubein bewegen, dahinter wird's kritisch. Man schon das Weiß im Auge vom Maschinengewehr. Andi, du gibst mir einfach Deckung. Augen aufhalten. Ja. Also schnell reagieren kann ich nicht. Alpha hier, Charlie, komm. Muss nur schreien, das reicht mir. Ja, Alpha, komm weg. Immerhin wegst du dich mittlerweile flüssig. Hier, Charlie, befindet sich eine Teilgruppe von Ihnen bei uns, komm. Ja, Sunny. Ah, ich sehe dich, ja. Der mit dem Ketchup gekleckert hat. Genau, der. Danke. Ja, das ist sehr gut möglich. Oh. Paar Löcher an der Wand da. Okay, Okay, bis wieder fit. Charlie, danke. Wir würden uns dann jetzt weiter Richtung Süden, Südwesten bewegen. Auf den Häuserblock in Quadranten 117031 kommen. Ja, das ist verstanden. Das klingt nach einer hervorragenden Idee. Klingt, kommen. Als wäre noch jemand angeschlagen. Wer hat da gejammert? Ist auf dem Heuballen drauf. Gehen erst Andi. Okay, hier Dali, hab dann mit Marker Charlie markiert und werden von dieser Position aus Richtung Westen dann in den Ort einrücken kommen. Ja, das war schon anders. Ja. Maschinengewehr neutralisiert, ihr könnt vorrücken. Ja, wunderbar. Alpha, mir ja, von... Ja, HQ, bitte. Informationen an alle Gruppenführer, bitte erst anmelden, dann sprechen. Danke, Ende. Ich decke euch mit dem Maschinengewehr. Nicht erschrecken. Ein kleines Stückchen könnt ihr in die Stadt feuern. Can't shoot, out of ammo. Ist das hier die Anhöhe, Freshman? Ja, das ist die Anhöhe. Gut, da sind wir gerade schon fast rübergegangen, es sieht sauber aus. Könnte ich mir denn mal eine neue Waffe holen? Ja klar. Warum hast du es noch nicht getan? Ja, wo? Unten vor dem Maschinengewehr liegt einer und unten bei den Kuhhängern lagen auch drei Leute. Wo bist du denn gerade? Bin gerade bei der Straße. Du bist loading. Ja,
Ja, mach dich selbstständig. Komm nach, lauf nach Nordwesten. Ja. Ich eskortiere ihn. Oh, ja, ich stehe auch schon. Achso, dann folgt Leo, der kommt auf dich zu. An dem Nest. Einer von uns ist ein bisschen abgedriftet, kann das sein? Da ist doch vorhin jemand rausgeflogen, bis... Ja, der säuft vor dem Flugzeugträger. Ja, eine wunderschöne AK mit Cobra-Sight. Viel Spaß. Oh Gott. Man muss nehmen, was man kriegt. Komm, da ist recht. Bin mit schon mehr Hatchet. In der Not nimmt der Teufel Crayon-Tags. Ja, es gibt in dieser Mission nichts anderes. Ich habe auch eins. Ich hab auch eins, Tatsache. Da würde ich lieber auf meine M9 zurückgreifen. Nicht meine Pistole. Ich muss mal bei Psycho anmelden. Die nächste Mission muss auf Tarkistan sein. Mit MLAS. Er soll einfach AT in einen Artillerie-Squad geben. Da läuft. Freshman. Ja. Wir haben uns genau auf jeden Fall ganz Süden schön. Da läuft noch einer. Ich erwische ihn ein bisschen schlecht mit meiner AK. Ach, du bist das. So geht es mit mir. Wie weit denn? Hier, Loading. 7 vom Haus schon weg. Möchtest du nur Dragunov? Würde ich bevorzugen, ja. Ja, dann komm mal hier auf den Hügel. Auf Anhöhe 353 befindet sich nämlich eine. Auf dem höchsten Punkt. Freshman, wo wir gerade bei Anhöhe sind. Ja. Ich habe die Bilder von Hügel 37 wiedergefunden, zumindest ein paar davon. Sehr cool. Die musst du auf die Webseite. Ja, mach doch. HQ von Alpha, kann man. Tu doch mal. Hört. Ich melde Anhöhe 353 ist gesichert, kommen. Ja, verstanden, Alpha. Bewegen Sie sich Richtung Süd und beginnen Sie mit dem Angriff auf Krasnostav. Kommen. Ja, das ist verstanden, allerdings werden wir dort nicht mehr viel finden, das haben wir quasi schon im Vorbeigehen erledigt, kommen. Ja, verstanden, Alpha, rücken Sie trotzdem weiter nach Krasnostav vor und versuchen Sie, das Gebiet vollständig von gegnerischen Einfluss zu befreien, Ende. Feinkontakt, ich sehe bisher eine Person, west-südwestlich, kleine Hütte im Wald, etwas bergab. Oh, ich sehe auch einen Panzer. Ich brauche, ja genau das. Loading, ich brauche dich auf meiner Position jetzt. Ende, gleich. 40 Meter. Darf ich feuern? Bin unten. Feuern worauf? Wie, was, wo? Einzelner Feind. West-südwestlich. Ja. An der kleinen Hütte. Lasermarker? Ja, Lasermarker auf diesen T90 bitte. Ausgeschaltet, bisher keine weitere Bewegung. HQ von Alpha kommen. Will sich vielleicht bewegen? Was ist... Na, dann soll das mal schön lassen. Soll schön da bleiben. So. Kleiner Trupp, der nichts zu tun hat. Kommt mal bitte west-südwestlich zu mir den Berg runter. Wir sichern die kleine Hütte. HQ von Alpha kommen. Hört sie? Ich bin der Sunny, ihr müsst weiter nach Westen. Feuermission auf feindlichen T90. Position ist mit Laser markiert in Stadtgebiet Krasnostav kommen. Darf ich kommen über die Flanke? Ja, zu das dir? Ist verstanden, Alpha. Bitte wenden Sie sich direkt an Foxtrot für Luftunterstützung. Ende. Auf Westen die kleine Hütte, ihr seht sie. Ein bisschen Abstand in Linienformation nebeneinander. Foxtrot von Alpha kommen. Und dann gemeinsam drauf zu. Hier Foxtrot, sprechen Sie. Beantragen Fire Mission im Stadtgebiet Krasnostav. Ein feindlicher T90 bereits mit Laser markiert kommen. Roger, stand by. Okay, Fire Mission ist unterwegs. Ja, alles mitbekommen.
weiß nicht, wer da gerade vor meinem Lasermarker ist, aber am besten nicht das Visier reinhalten. Umgegangen. Bitte okay. Sauber. Dann war es tatsächlich nur der eine Russe. Hat er gebrannt oder geflucht? Hat mal irgendjemand jetzt Waffe gelegt, ne? Alpha hier vor Ort kommen. Ja, die wollte ich mir nehmen. Ja, die SVD ist für Freshman. Nee, ja, hier unten bei der Hütte liegt auch eine. 9, fall back. 10, return to formation. Freshman, wir wurden gerufen. Ja, von wem? Von Foxtrot. Hier Alpha, kommen Sie. Das ist im Moment ein Negativ für Luftunterstützung. Wir haben technische Probleme. Wir versuchen, die so schnell wie möglich zu lösen. In der Zwischenzeit können Sie das Laserziel deaktivieren. Komm. Ja, das ist verstanden. Wir bleiben auf Standby. Würde er versuchen, den zu versetzen? Also ich habe noch eine M136 dabei. Reicht aber leider nicht. Wo lag hier oben denn die Dragunov? Ich kann auch versuchen, den mit meiner M24 die Dragunov hab ich jetzt genommen. Kontakt, zwei Crewmenschen auf 160 von mir aus gesehen, von euch oben auf dem Berg auf 180. Mitten auf der Wiese 500 Meter. Jetzt komm rein. Mitten im Blut ist gleich hier schon. Bonnie weg! Okay, also, der Mensch mit dem Laser bleibt, wo er ist. Alle anderen in die Stadt langsam vorrücken. Bis ich wollte des Panthers bleiben. Der Mensch mit dem Laser, einfach warten hier, oder? Also, der Mensch mit dem Laser kann im Prinzip hin, wo er will, solange er zu jedem Zeitpunkt imstande ist, den Panzer zu markieren. Bleib ich lieber oben. Ja, besser ist das. Okay, alle anderen bleiben fern von dem Panzer, auf gar keinen Fall den Panzer in irgendeiner Art und Weise ablenken, anmachen oder bekämpfen. Nein, form on me. Oh. Regroup. Enemy man, 12 o'clock, half a click. Upp. I'm in grid 4-4-0-5-9. Achtung, nicht weiter vorrücken, MG-Nest. Feindliches MG-Nest am Hügel, westlich von uns. Von meiner Position 210 Grad. Ist oben in den Bäumen, wird uns dann wahrscheinlich in den Rücken schießen. Ist. Achtung, hier spricht das OPZ. Der schon im Westen ist, im Westen über die Straße. Momentaner Lagebericht. Alle Truppen außer die Spezialeinheit Team Razor befinden sich im unmittelbaren Endkampf um die Stadt Krasnostav zu nehmen. Ende. Wir folgen Neo den Hügel da hoch. Neo, bleib mal zurück. Ja. Warte, bis die anderen da sind. Ja. Endkampf ist so ein Wort, was man eigentlich niemals benutzen sollte. So. Neo, komm mal zurück. Wir sind hier die ersten. Hm? Kilo, Rüdian. Das MG-Netz ist noch nicht leer, ne? Rechts rum, ja, weiter den Hügel hoch, dass ihr an den Bäumen seid. Und dann guckt, dass er von hinten das MG-Netz ausschaltet. Entfernung des MG-Netz von uns, Freshman? Wo bist du denn? Ich war direkt bei dir. Ah ja, okay. So, wir gehen noch weiter hinten rum und geben euch Deckung. Nicht, dass hinter dem Hügel noch mehr wartet. Entfernung sind 214. Oh, der Rest, wer ist hier noch neben mir? Neo, hier ist noch eine Hütte. Wo war das? Ich bin hinter dir. Wer noch da ist? Wir gehen zu der Hütte. Das, das ist die Hütte. Weiter feindliche. Wo warst du? Ich hab die. Ah, Scheiße. Und. Tick dich doch da. So. Eine Bewegung in der Hütte. Oh, Freshman ist down. Ganz tot oder kann man den noch heilen? So, ein Mist. Okay, Neo übernehmen. Ah. Wie ist der Status? Ich bin tot. Ja, wo? Ja, auf dem Aircraft Carrier. Ah, wir haben feindlichen Kontakt auf der Wiese, über die wir vorhin gelaufen sind. Das ist
Östlich von und uns. Und ich lieg da, wo Freshman war. Ist das im Genest ausgeschaltet? Aber. Hab noch zwei gekriegt, aber das war's. Ne, im Genest ist noch nicht ausgeschaltet. Aber die kamen quasi... Ihr seht ja, wo wir waren, oder? Ja, das kümmern wir uns. Zwischen euch und uns ungefähr kamen die rübergelaufen. Kommen wir jetzt über den Berg? Aus Richtung MG-Nest quasi. Ich bin am MG-Nest. Man kann sie auf der Wiese sehen, auf die, über da die wir vorhin drüber gelaufen wären. Seven, ja. Sie sich gerade um. Wo sind sie? Richtung? Peilung? Osten oder Osten? Ich bin mal temporär weg. Einen habe ich. MG-Nest ist leer. Vorsicht, kurze Feuerlinie. Jo. Ja, OBZ an alle Einheiten, die sich momentan im Kampf um die Stadt Krasnostav befinden. Neue Taktik. Die neue Taktik lautet, alle Truppen, die vom Flugzeugträger aus ins Gefechtsgebiet geflogen werden müssen, an einer Landezone, die soeben markiert wurde, abzusetzen. Und also nicht ins MG-Nest rein. Kann das, Ende. Ist tot. Dann machst du nichts mehr. Komm zurück. Ja. I'm at grid 1-4-4-5-9er. Okay, wir müssen Andy noch holen. Wo ist alle bei mir sammeln da oben? Mein Sicherheit die 90, ja, oben im Feld. Bin jetzt aus, 200 Grad. Markiert mit dem Laser. Aber nicht für mich. Die haben unseren Medizinmann getötet. Freshman, Scruffy, kriegt er eine Mitfluggelegenheit? Kannst du uns entgegenkriechen, Andy? Oh ja, das, warte, bin gleich da. Die zwei, nein, Kontakt auf 100 am Waldrand. Ich glaube, der wird hier gerade eingeflogen. Nein, der steht hier oben auf dem Carrier rum. Tot aus. Einer zu Andy, ihn aufliegen, ich gebe Deckung. Das war laut. Kontakt direkt hinter Andy im Wald. Richtung? Ungefähr Richtung 60, 80. In dieser kleinen Baum, wo Andy ja. Red Monkey. Die Areas sind gerade gestartet. Unterhalb. Kann man jetzt solche Laser markieren? Ich glaube, du kannst, ja, ich glaube, du kannst lasern. Ich sehe zwei T9, und ich markiere jetzt den. Neutralisiert. Den, auf den noch kein Laserpunkt ist. Achtung, ich rücke zu Andy vor. Kann einer anders um ins Haus gehen? Hier ist das. Wow! Das ist der Panzer. Einer bitte mal um das kleine Haus herum, das gegenüber auf der anderen Straßenseite. Auf Süd. Einer einmal rumgehen. Der Rest, einer ist schon. Der Rest. Beim Panzer aufpasst, nicht, sondern das brennende Panzerwrack. Und in Deckung, wir werden von oben befeuert. 10, return to formation. 9, form on me. Schuss von Nord. Hinter uns ist, glaube ich, befreundet, oder? Über euch ist befreundet. Denn X ist über euch. Ja, hinter uns ist befreundet. Das ist befreundeter Beschuss. Das jetzt? Hier, OPZ an alle Einheiten. Lagerbericht. Team Razor, das Special Forces Team, hat es nach schweren Kämpfen geschafft, die gegnerische Artilleriestellung ausfindig zu machen, für die Harriers zu markieren, sodass sie durch Foxtrot eliminiert werden konnten. Somit befinden sich alle Einheiten im Kampf um Krasnostav und haben Krasnostav unverzüglich zu nehmen und in Krasnostav einzufallen. Ende.
Ja, der Panzer brennt nicht, wir können da Deckung nehmen. Alle wieder ganz. Ein Moment, wie? War das jetzt wirklich Friendly Fire oder? Ja. Ah. Wissen die das jetzt auch? Ich hab's im Chat geschrieben, aber ich kann die leider nicht angucken, so, weil ich die Makros nicht habe. Ist ja. Sind das die, die da oben rumlaufen? Kontakt unten in der Stadt? Das sind das die, die über uns sind? Ja, okay, ja, sind sie. Ich hab gerade irgendeinen freundlichen Trupp das Leben gerettet. Okay, wir rücken auf der Hauptstraße weiter vor. Nach Möglichkeit Deckung suchen. Und Augen auf. Seven, return to formation. Ist das ein Feind oder ist das kein Feind, der hier hinten liegt? Wo liegt? Hier hinter. Ich hab's erwischt. Ich weiß es. Ja. Feind. Schwierig. Ja, okay. Nicht da, nicht dahin. Lebt er noch? Der Feind? Ja. Ja, ich sehe, aber ja, ist weg. Da ist nach aktuellem Stand der Technik realistisch ist, bin ich dafür, dass bei der nächsten Mission jeder ein GPS bekommt, damit er immer seine Koordinaten dabei hat. Neo? Ja. Wir sind im Osten der Stadt gelandet und schließen uns hier dem Trupp an, die mit uns ausgestiegen sind. Okay. Hier so im Hintergrund helfen wir uns hier. Treffen wir uns in der Stadt, Scruffy. Ja, wir bewegen uns nach Südosten. Crashman, gib ihren Keks und komm zurück. War das die immer alle für das zurück? Ihr könntet gleich Friendly Beschuss von ihm wieder payen. Oh, danke. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass ihr Friendly seid. Jetzt findet er dann schon raus. Scruffy, wir brauchen aber alle sanitäre Hilfe. Lass uns irgendwo treffen. Ja, ich gehe erstmal mit dem Trupp hier zusammen in die Stadt und versuche dann so schnell als geht zu euch zu kommen. Alle Mann, die gerade niemanden wiederbeleben oder wiederbelebt werden müssen, senken sie nach unten. Noch ein Einsatz. Oh, das ging schnell. Bitte. Das Team Bill mit Bennix und so hat jetzt hinter euch. Packt voraus, freundliche Einheiten. Ja, klasse. Für euch ja, da sind mehrere Ziele noch in dem Waldstück. Der rechten Seite vom Ort. 11, fall back! 10, form on me! I'm at grid 1, 4, 4, 0, 5, 9. Ich glaube, ich suche den Trigger. Also genau hier in diesem Stück. Irgendwo hier. Need help! 3, form on me! Under fire! Oh! Kontakt direkt in dieser Haustür da. Medic! Der liegt da auch immer noch. Oh, Sperrfeuer. Ja. Endlich mal andersrum, oder er? Somebody help me. Need help. Osttür, was für eine Haustür? Alpha für Haku, bitte kommen. Oh oh. Nico. Entschuldigt bitte, dass ich jetzt schon wieder sterbe. Was ist denn das da vorne am Zaun? Das HQ, kommen Sie. Ah, Freshman ist wieder da. Alpha, ich hätte gern Ihren Statusbericht kommen. Sind im Norden von Krasnostat, schwerem Feuer, haben aber mit anderen Trupps aufgeschlossen.
Befinden uns nördlich von Krasnostav, sind mit anderen Einheiten zu Gange unter leichtem Beschuss kommen. Oder ja, kannst du mich heilen ja, oder das und innen. Okay, Alpha, ich bin gerade so im Begriff zu verschwinden, also Neo, ich würde vorschlagen, du übernimmst die Teamleitung. Danke. Ich hab keine Makros irgendwie. Ja, das ist suboptimal. Hat einer von euch hier. Also du erklärst mir kurz, wie ich die. Wir sind doch gleich fertig. Die paar Minuten kann sie wohl doch noch warten. Ja, okay, ja. Die paar Minuten gehen noch. Nächste Mal. Dann mache ich mal die Vermittlung, aber ihr müsst mich ins Bild setzen, wenn da irgendwas passiert. Dann mache ich gerade mal hier die Funkleitstelle. Scruffy, wir wundervoll. Echt voll gelegen. Ich bin im Supermarkt, danke. Aber. Ja, ich sehe es. Im Supermarkt okay. Sind Feinde drin, die nehme ich auch unter Feuer, also. Passt auf. Okay, irgendwer ist da ganz weit hinten. Ja, ich komme gut wieder, ich würde lesen, Mann. Okay. Da liegt einer im Supermarkt, wenn ihr den erschießen könnt. Ja. Der kann nicht durch die Theke schießen, ich kann nicht durch die Theke schießen. Wir charge nach unten, die anderen kommen uns ja gerade entgegen. Ich gehe mal davon aus, dass die Hauptstraße halbwegs sauber ist. Sicher das rote Haus, wenn wir mal hier sind. Sicher. I've got him. Under fire. Three. Fall back. Nine. Fall back. Enemy fire. Seven. Return to formation. Einer liegt in der umgestürzten Tanne drin. Ah. Ich hab gerade überlegt, ob es einer von uns ist, der drin liegt. Supermarkt ist sauber, ich bin nicht sicher, ob ich von Freund oder von Feind unter Feuer bin. Rausfeuert, aber wenn ihr eine Handgranate habt. Wenn ihr runterläuft, auf der linken Straße. Kann man jemand durchgeben, dass im Supermarkt nur noch Freundeinheiten sind? Ich glaube, das ist Friendly Fire. Cover me, reloading! Ich hab zumindest die Befürchtung. Oh, zur Hölle. War's das? Ich glaube, das war's. Zumindest größtenteils. Jetzt ist alles nur noch fertig vorher. Okay, ich stimme zu euch hoch. Habt ihr einen Sammelpunkt? Ja, da auf der Straße, wo ich wieder aufgeflickt werde. Okay. Bist wieder heile. Danke. So, Kandos als nächster. Habt ihr den in der Tanne? Danke. Keine Ahnung, da hängt jemand in der Animation fest. Achtung, Achtung, hier spricht das OPZ mit einer wichtigen Durchsage an alle im Kampf befindlichen Truppen. Die Aufklärung meldet sich schnell näher kommende Radarkontakte sowie schwere gepanzerte Verbände, die sich auf Krasnostav zubewegen. Alles deutet auf einen Gegenangriff der russischen Kampfkräfte hin. Ihre neue Aufgabe lautet es, sich sofort die ihnen zugewiesene Landezone auf schnellstem Wege zu erreichen und sich für den Ausflug vorzubereiten. Die Piloten wurden bereits eingewiesen. Die Landezone liegt außerhalb der Stadt, da wir die Lufthoheit verloren haben. Bitte begeben Sie sich aus und gehen dorthin, ausführen und Ende. Wo ist unsere Landezone? Röschmann, weißt du darüber was? Ja, positiv. Die Landezone befindet sich östlich von euch. Also östlich der Stadt. Wenn wir im Osten die Straße runtergehen, hinter der Mauer rechts, da war ein PK-Lauf zu sehen, vorsichtig. Vielleicht war das einer von uns mit einer Feindwaffe. Leute aufschließen. Das werden wir sehen, wenn Ben X davon erschossen wird. Ich glaube, so eine Kenntnis von dem Spiel werde ich nie haben, dass ich einen PK-Lauf erkenne. Doch, doch. Du musst nur höhere Details haben. Hahaha. In deinen Lots erkennst du das eh nicht. Keiner ja. Zu sehen.
unsere Landezone. Gib mir mal eine Landmark. Ah, eine Zoo. Gib mir doch mal gerade. Ach du Scheiße. Ja, ihr habt jetzt Spaß da unten. Bomben! Lauft! Schießen irgendwas anderes. Nein! Laufen! Ah, schade. Ah, doch. Oder? Ist der getroffen? Ah, jeder hat die Evakuierung jetzt als Ziel, oder? Dahin? Ja. Ja. Geronimo! Da kommt die nächste Zoo. Das sieht großartig aus. Ich bin unter Feuer. An diesem Haus hier vorne. Ah, jetzt habe ich die Evakuierung. Oh, ich will keinen. Wenn ihr hier runterkommt, pass auf, hier ist irgendwo jemand. Hier vorne stürmen alle. Nein, oh, T-70 steht hier. Ich korrigiere, das ist ein T-90, falls du den im Norden meinst. Nein, im Süden. Im Süden? Ach, da ist auch noch einer. Naja, also im Norden von euch ist auch noch ein T-90, oh, gerade unter der Zoom etwa. Und bin ich der einzige Depp, der hier in diesem... Ich weiß nicht, Leo. Ach Kacke, meine Festplatte ist gleich voll. Kommen übrigens noch drei Heinz, die sind gerade im Westen von euch. Ja, ganz klasse. Korrigiere, ein Vierter kommt aus dem Norden. Hast du einen Luftradar? Ja, es sind insgesamt wohl 5 Heinz. Ja, da kommen sie gerade. Meine Festplatte ist jeden Augenblick voll. Ich bin froh, dass ich auf diesem Flugzeugträger bin und nicht bei euch. Wie nett. Übrigens, sag ihr mal Dankeschön für die Geduld. Die Heinz haben Fallschirmjäger rausgelassen, Achtung. Mit dem Blackhawk. Ich muss mal schnell flaschen. Kann doch nicht jetzt meine Festplatte gleich voll sein. Achso, und ihr habt das Gegner da gerade Fallschirmjäger über. Ich hab ja, ja, wir sehen die. Das sollten so. Mindestens so ein Dreh. Mehr. Ja, die sind schon unter Feuer. Unter Feuer, das ist Silvester schießen hier. Ich glaub, von denen kommt keiner lebend am Boden an. Will ich hoffen. Ja, sind schon hier gelandet. Aber der Heinz macht mir Angst. Ja, der Heinz, der sieht gerade so aus, als würde er sich sehr für die Landezone interessieren. So langsam wie der unterwegs ist. Trupp Alpha weiter zur Landezone vorrücken. Lass die Fallschirmspringer. So. Ich hab eben Platz auf der Festplatte gemacht. Ja, fein. Ah, Fallschirmspringer hinter uns. Alpha weiter vorrücken, ihr fällt alle ein bisschen weit zurück. An alle Truppen, die Situation verschlechtert sich dramatisch. Gegnerische Truppen überrennen unsere Evakuierungszone. Bitte versuchen Sie um jeden Preis die Evakuierungszone zu erreichen und diese auszuhalten, damit alle unsere Truppen evakuiert werden kommen können. Ende. Da haben die sich ja echt was ausgedacht. Die Schweine. Auf jeden Fall ein bisschen spannender als letzten Mal, ne? Aber wir hatten ja noch ein bisschen Beschuss auf dem Rückweg, aber sonst. Alles geklaut von Harvest Rand, von Cold War Crisis. Nein, fallback! Da steht schon der erste Ausbruch. Trupp Alpha beim Marker sammeln. Da steht ein Mann im Gilly, der ist böse, oder? Wahrscheinlich. Ist schon weg. Das ist bei Gilly schwierig zu sagen. Ne, er hat einen AK geschossen. Ja. Achtung! Heilt! Oh, einer ist Digger. Von euch ist angeschlagen.
Ne, das Ding ist nicht mehr da. Alle Hand im Süden unter Feuer nehmen und nicht vor meinem Gesicht rumlaufen. Halt dich. Achso, danke. Hand im Süden unter Feuer nehmen, direkt über uns. Den Heckrotor. Gibt's ihm! Okay, jetzt die Position wechseln. Den nehmen wir. Gut. Okay, alle beim Mike rein. Aufsetzen, wir hängen zurück. Nein, turn to formation. Achtung, da kommt was. Ich sehe nur Eis neben mir sterben. Bring uns einfach hier raus. Heli kaputt. Ich glaub, das wird nix. Heli. Crash. Bin down. Ja. Heftig. Aber damit hat's Alpha dann allen Regeln der Kunst zerrissen. I'm at grid 1409. I'm at grid 1-4-4-0-5-9. Da verschwindet gerade der letzte Ding. Ja. Wir durften innerhalb der nächsten zwei Mikeys eintreffen, in und aus. Ich mal pinkeln. OPZ an alle Truppenverbände, bitte das Flugfeld räumen, die Piloten können nicht landen, bitte das Flugfeld räumen, hinter die rot-weiße Linie, danke und Ende. Auf Grey Wolf. Ah, wie schön das lag, beziehungsweise ruckelt. Hey, ich hab einen guten Job gemacht. Bei euch steht da nichts. Da bin ich. Welcher Heli soll in der Bike? R3F, ich dachte, Psycho nimmt kein R3F. Das lief doch gut. OFP bei Biss. Ha, das sind wir. Sogar der zweite. Doch, habt ihr gesehen, wie der Blackhawk gespawnt ist? Ja. Scotty hat's gesehen, oder? War toll, oder? So, wii! Und wieder auf die richtige Position gezogen. Hey, wir können gar keine Bildchen machen.